Hallo und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachts-EP. Ich möchte mit euch Twisted Facts der Weihnacht spielen. Ein Wimmelbild Casual Game von Deutschland spielt. Die ersten 60 Minuten sind kostenlos. Und wer es gerne komplett spielen möchte, dann kostet ungefähr 15 bis 17 Euro. So, kurzer Rede, langer Sinn. Wir spielen Marley, das ist der ältere Herr hier im Bild, und zwar von Partner von Ebenezer Scrooge. So, dann fangen wir ganz einfach mal an. Wir Profil wechseln, neues Profil und Red. Okay. An dem, was Ebenezer an jedem Morgen erzählte, war etwas wahr. Wie konnte es sein, dass ihr bester Kunde plötzlich sein Geschäft schließen und die Stadt verlassen musste? Später in der Nacht kehrte Marley ins Büro zurück. Er war auf der Suche nach etwas, das Ebenezers Verhalten erklären würde. Gerade als er die Stufen zu seinem Büro hinabstieg, führte Marley plötzlich eine stechende Schmerz im Rücken. Oh, was ist mit mir geschehen? Bin ich tot? Ich fühle mich wie benebelt, kann mich aber an nichts erinnern. Korridor. Und weiter. Möchtest du die Einführung aktivieren? Nö, möchte ich nicht. Einführung zeigt nur so kleine Sachen an wie hier den Fall. Oder ob man irgendwas sehen kann. So, wie hier zum Beispiel die Brille. Kann man hier zum Beispiel die Tür anklicken. Und auch der alte Scrooge hat seine Tür abgeschlossen. In meinem Büro muss irgendwo ein Schlüssel dafür liegen. Okay. Ich greife nach dem Schlüssel zu meinem Büro. Aber mit meinen Gasseinen kann ich ihn nicht aufnehmen. Mein Körper kalt und tot, mit einem Messer im Rücken. Wer würde denn so etwas Schreckliches tun? So, und das wollen wir rausfinden. Wollen wir es ja schon wissen. Gerade gesehen. Also gehen wir mal hoch. So, guck mal hier. Ah, hier ist die Tür. Das wird das bestimmt das Büro sein. Die Tür zu meinem Büro ist abgeschlossen. Also brauchen wir eine Schlüssel. Na, auch geht etwas gut. Gucken wir mal da in diese Richtung. Oh oh. Ah, Marley, ich bin der Geist der zukünftigen Weihnacht. Ich bin hier, um den alten Scrooge seine Fehler aufzuzeigen. Du hast von den dunklen Geheimnissen deines Partners erfahren, deswegen hat er dich getötet. Nun musst du Rache nehmen. Aber was kann ich tun? Ich bin ein Geist, ich kann keine Objekte aufnehmen. Ich gebe dir deine physische Form, um Scrooge deiner gerechten Strafe zuzuführen. Auf dem Dachboden ist ein magischer Zeitstein versteckt. Du musst ihn zuerst finden. Alles klar, dann such mal so den Zeitstein. Das sieht ungefähr genauso aus wie hier. Die Tipps. So, dann gucken wir mal hier. Alles, was so glitzert, wie hier. Das kann man untersuchen. Deswegen auch die Lupe. Und hier auch zum Beispiel die Standuhr. Wenn wir jetzt angucken. Eine alte Uhr aus Großvaterzeiten. Die ist stehen geblieben. Alles klar. So kann man noch nichts anfangen damit. Eine Truhe. Die Truhe ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Na gut. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Im Netz steckt ein Schlüssel fest. Doch ich gelange nicht heran. Alles klar. Also können wir nichts weiter machen, als hier mal zu gucken.
So. Ah. So, also suchen müssen wir eine Laterne, Laternenöhe, Schachbrett, Spinne, Zeitstein, Hufeisen, die Schere, vier Schachfiguren, eine Flasche und ein Anhänger. Und da ist der Zeitstein schon noch. So, und dann suchen wir den Rest. Hier ist eine Schachfigur. Hier ist eine Schachfigur. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine Spinne. Das Schachbrett steht hier hinten. Hufeisen hängt hier oben. So, der Laterne hängt hier. Laternenöl sieht das hier? Nein, das ist kein Laternenöl. Wo? Ach, hier unten. Das ist Laternenöl. Gut. Also, dann suchen wir noch eine Flasche. Das könnte das hier sein. Jawohl. Eine Schere. Und einen Anhänger. Den haben wir da. Ich habe einen Zeitstein gefunden. Gut gemacht, Marley. Klicke mit dem Zeitstein nun auf die Uhr und ich werde dir die Zukunft zeigen. Alles klar, dann wollen wir doch mal machen. So, dann machen wir die Uhr, nehmen den Zeitstein und springen da rein. Klicke auf die Zeiger und stell die Uhr auf 12. Gut. Ja, mach 1. Gut. So. Und so. Und fertig. Ui, und ab jetzt. Das ist die Zukunft, die sein wird, wenn Scrooge, wenn du Scrooge nicht aufhältst. Scrooges Büro. Ich verstehe den Unterschied nicht zur Gegenwart. Ja, sieht auch keinen Unterschied. Na gut. Na, gehen wir weiter. Hängt. Ah, jetzt. Guck mal hier, das Büro ist verschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Na gut. Wenn keinen Schlüssel hätte, dann müssen wir mal weiter gucken. Ah. Ist gut, heute wirklich keine Zeit verloren, meinen Arm vom Schild zu entfernen. Okay. Ah, da geht's weiter. Etwas stimmt nicht, die Straße ist menschenleer und der Geflügelladen ist geschlossen. Ja, das ist die Zukunft. Die kommt, wenn Scrooge nicht aufgehalten wird. Du musst herausfinden, was passiert ist. Wir brauchen Beweise für Scrooge Staaten, damit wir gegen ihn vorgehen können. Okay. Goldene Vlies. Bestimmt ein Kneipe oder ein Hotel oder so was sein. Oh, hier geht's weiter, aber scheinbar hängt sie irgendwo. Nee. Okay. Hier sind Seitengasse und so können wir noch zum Laden gehen. Ach, ich geh mal zum Laden. Oh je, es sieht so aus, als sei der Geflügelladen schon seit langer Zeit verlassen. Was ist nur geschehen? Der Geflügelladen. So, mal hier mal, die Tür ist versperrt. Ich muss diese Bretter irgendwie entfernen. Na gut. Ah, hier können wir was angucken. Oh, hier können wir was mitnehmen. Hier ist ein. Ich habe einen eisernen Türknauf gefunden. Ein eiserner Schürhaken. Okay, können wir noch was hier machen? Achso, ja, den Schürhaken können wir mal ausprobieren. Aber das gibt keinen Sinn. Gut. So, scheinbar können wir erstmal gar nichts hier weitermachen. Alles klar, dann gucken wir mal weiter. So, dann gehen wir hier in die Sackgasse mal rein. Ja, jetzt gehen wir mal in die Tür gucken. Da hinten blinkt was. Das Schloss dieses Nebengebäudes ist zugefroren. Ja, also müssen wir den erstmal aufdauen. Na gut. Was ist hier? Ach, das ist er selber. Gut. Frischer weißer, schöner Schnee. Schön.
Hier ist es noch was. Was haben wir hier? Die Stadt New York gehört wohl zur Landtür. Ich habe ein massives Brecheisen gefunden. Okay. Brecheisen hört sich doch schon mal gut an. Gut, aber wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir einfach hier mal zur Tür rein. Bob Cratchits Haus. Das ist das Heim von Bob Cratchit. Scrooge war immer so gemein zu den armen Mann. Okay, dann gucken wir mal uns hier um. Was wir ein mageres kleines Weihnachtsessen, die armen Cratchits haben. Das ist die Krücke des armen kleinen Tim. Ihm dieser zweite Bob Cratchit nie genug, um Tim die benötigte medizinische Versorgung zukommen zu lassen zu können. Alles klar. Was ist hier oben? Hier blinkt's. Das ist ein Gemälde des kleinen Tim, aber es scheint, als befindet sich etwas hinter dem Gemälde. Jo. Wir haben einen Schürhaken. Damit scheint es nicht zu funktionieren. Ein Brecheisen. Ich werde das woanders verwenden müssen. Alles klar. Dann müssen wir noch irgendwas suchen. Gibt's hier noch sonst was? Ah, hier der Ofen. Der Ofen ist an, aber der Knauf fehlt. Ich kann ihn nicht öffnen. Okay. Aber hier noch ein Brecheisen, Türknauf, ein Ofenknauf und ein Schürhaken. Dann probieren wir doch mal den Ofenknauf aus. Wupp. Da ist offen. Das Feuer ist sehr heiß. Also hier können wir nichts weiter machen, wie es aussieht. Aber ich wüsste vielleicht eine Idee mit den Schürhaken. Hup. So. Ein glühender Schürhaken. Guck an. Rot glühendes Eisen. Dann verlassen wir den mal hier. Huch, was ist belegt denn hier noch? Oh, ja, sieht so wahr aus. Alles klar. Was suchen wir jetzt? Ein Hammer, ein Messer, ein Teller. Ein Hufeisen, Messe, ein Bäckchen, Buch, ein Fingerhut, eine Kappe und eine Kette. Na gut, dann suchen wir mal. Ja, das scheint die Kette zu sein. Ne, ist doch nicht. Ist das hier die Kette? Ah, das ist die Kette. Alles klar. Eine Kappe. Was sieht das? Jawohl. Dann ein Hufeisen. Jawohl. Ein Teller. Ein Hammer. Ein Messer. Okay. Meißel. Das scheint das jetzt zu sein. Jawohl. Ein Bäckchen. Das könnte das sein. Jawohl. Ein Buch. War mal hier. Und einen Fingerhut. Ach, da oben. Genau. So. Ein scharfes Küchenmesser. Gut. Mit dem scharfen Messer könnten wir es ja aufschneiden. Okay. Und schon haben wir einen Schlüssel. Sieht wie die Schlüssel denn noch bei raus aus. Na gut. So, und da wir ja jetzt hier ein glühendes Eisen haben, können wir mit dem glühenden Eisen das aufdauen, nehmen den Schlüssel, öffnen die Tür und schon ist er offen. Und schon können wir hier den Eimer nehmen. So, und schon wird er rausgeschmissen. Da wir noch das Feuer löschen müssen, probieren wir doch mal den Schnee aus. Jawohl, funktioniert. Ein Eimer mit Schnee. Gehen wir wieder rein und versuchen mal das. Huch. So. So. Und schon ist gelöscht. Und dann gucken wir mal rein, was da hier drin ist in da links. Diese Kiste enthält ein offizielles Dokument, aber es ist durch das Feuer stark beschädigt. Okay. Dies scheint mir ein offizielles Dokument, aber es ist durch das Feuer stark beschädigt. Vielleicht kann ich es wieder zusammensetzen. Klicke und ziehe die Papierstücke anzuordnen. Okay, also wird ein bisschen aufgeheitert.